So, herzlich willkommen hier bei der One Team Championship Fight Night am 30. September 2023. Mein Name ist Noah Dorst und ich kommentiere heute die gesamte Veranstaltung für Sie. Wir sind live auf Fight 24 und wir fangen direkt mit dem ersten Kampf an. Panagiotis Tsiritoudis vom FC Illingen. Er hat einen Kampf gegen Max Häberle von Team Typhoon. Dieser hat zwei Kämpfe, einen Sieg. Der Kampf ist angesetzt auf 3x2 Minuten und das Gewichtslimit ist minus 82 Kilogramm. Gekämpft wird nach K1 Rules. Wir sehen hier die Gegenüberstellung. Beide in etwa gleich groß. Und mit dem Gong starten wir in die Undercard der heutigen Veranstaltung. Ring the bell, erste Runde. Max Häberle hier in der weißen Hose und den schwarz-roten Handschuhen. Panagiotis hier in der schwarzen Hose. Beide fangen direkt stark an. Schöner Jab ins Gesicht von Panagiotis. Max Häberle schaut, wo er hinschlagen soll. Überprüft erstmal. Hätte sich fast in den linken Highkick gedreht von Panagiotis. Bis jetzt ziemlich ausgeglichen. Noch 50 Sekunden verbleiben in der ersten Runde. Wie schon gesagt, Panagiotis ein Kampf, ein Sieg. Max Häberle zwei Kämpfe, ein Sieg. Schöne Kombination aus dem Kopf und dann zum Bauch. Will hier auf den Körper gehen. Max Häberle verteidigt hier die Ringmitte. Die letzten 3 Sekunden laufen. Ende Runde 1. Und das war die erste Runde. Bis jetzt ziemlich ausgeglichen. Mal schauen, was uns die nächsten 2 Runden erwartet. So, Runde 2 beginnt. Team Typhoon von der Seite, dass Max Häberle eher boxen soll. Was er auch probiert. Panagiotis hier mit gutem Überblick über die Sache. Ja.
Schöner Versuch, der linke High-Kick. Wieder ein schöner linker High-Kick ohne ein Knie von Panagiotis Tsiritidis. Schöner Jab. Die machen auf Dauer auch viel aus. Ja, die linken High-Kicks, die hat er einfach drauf. Ja, jetzt viel im Clinch. Die Luft wird immer schlechter in der Halle. Natürlich auch eine Herausforderung für die Kämpfer. Wir sind nun bei den letzten 10 Sekunden der zweiten Runde. Ein schöner Schlag noch gegen das Kinn. Tsiritidis hier eher, ich würde mal sagen, ausgewogen. Aber die linken High Kicks bringt er zu gut oft, denn die sitzen auch. Und so schnell sind wir in der dritten und letzten Runde des ersten Kampfes der Undercard heute. Dritte und letzte Runde. Jetzt geht es um alles. Wer holt sich hier die letzten entscheidenden Punkte? Meiner Meinung nach Tsiritidis aktuell vorne. Max Häberle aber auch nicht zu stoppen. Geht weiter drauf. Will hier die Punkte noch holen. Große Unterstützung hier auf den Bänken. Die Luft ist beiden ausgegangen. Beide versuchen jetzt noch das Beste rauszuholen. So wird es hier eher defensiver unterwegs. Versucht mehr abzutauchen. Weil er viel auf Angriff. Die letzten 15 Sekunden laufen. Die letzten Angriffe, die letzten Punkte. Und der Kampf ist vorbei. Ende des Kampfes.
der Sieger aus der blauen Ecke, Panagiotis Zirinotis. Panagiotis gewinnt diesen Kampf nach Punkten. War ein super fairer Kampf. Sah echt gut aus, von beiden sehr gekonnt. Hat einfach gut funktioniert. Diese Paarung war echt gut.